Seit der chinesische Rover Chang'e 5 auf dem Mond gelandet ist, mehren sich die Hinweise, dass dieser Himmelskörper ganz anders ist, als wir uns das lange vorgestellt haben. Insbesondere in seinem Inneren scheint der Mond Schätze zu verbergen, von denen wir bisher nicht die leiseste Ahnung hatten. Die schockierenden Entdeckungen des Rovers könnten unsere Welt für immer verändern. Was der Rover genau in den Tiefen des Mondes gefunden hat und wieso dieser Fund möglicherweise das Ende der Klimakatastrophe bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran, denn wir werden eure Sicht auf diesen Himmelskörper für immer verändern. Was hat Chang'e 5 auf dem Mond entdeckt? Die Chang'e 5-Mission landete nach einer 23-tägigen Reise durch den Kosmos am 1. Dezember 2020 auf dem Mond. Gestartet war die Doppelsonde vom chinesischen Raumfahrtzentrum Wenchang in der Provinz Hainan. Von der Wenchang Space Launch Site sind bereits die Vorgängersonden Chang'e 3, zahlreiche Satelliten sowie die Bauteile und Versorgungsflüge der chinesischen Raumstation gestartet. Chang'e 5s Landemodul ging nach der erfolgreichen Trennung vom Orbiter in einem Mondareal nieder, das Wissenschaftler als den Ozean der Stürme bezeichnen. Diese Region in der Nähe des Mondäquators ist eine große ebene Fläche auf der erdabgewandten Seite des Mondes, die durch ihre extreme Weite geprägt ist. Chang'e 5s Mission war ganz eindeutig formuliert. Die rund 8 Tonnen schwere Sonde sollte auf der Mondoberfläche Proben sammeln und zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder Mondgestein zur Erde bringen. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit sollte diese Mission Proben aus den tiefen Schichten des Erdtrabanten entnehmen. Wissenschaftler waren in den letzten Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mond ganz anders sein könnte, als wir lange dachten. Es wäre sogar möglich, dass der Mond ein großes Reservoir an Bodenschätzen bereithält und unser Energieproblem lösen könnte. Nach den erfolgreichen Bohrungen schickte der Lander die Proben mit einem Aufstiegsmodul an seinen Orbiter zurück und die Rückreise zur Erde startete nach nur 14 Erdtagen. Die Mission wurde weltweit als große Meisterleistung der chinesischen Raumfahrt gefeiert und China war ganz klar in den Rang einer der großen Raumfahrtnationen dieser Erde aufgestiegen. Die Rückkehr der Proben wurde von internationalen Forschern mit Spannung erwartet. So viel können wir euch schon mal verraten, die Hoffnungen auf neue bahnbrechende Erkenntnisse über den Mond wurden mehr als erfüllt. Wasser in Glas? Am 17. Dezember 2020 trat die Rückkehrkapsel in die Erdatmosphäre ein und landete erfolgreich in den Weiten der dünn besiedelten Mongolei. Kaum waren die Proben sichergestellt, machten sich die Experten ans Werk. Mit Spannung wurde erwartet, ob die Bohrungen die bisherigen Theorien von der Entstehung des Mondes bestätigen würden oder ob das Innere des Mondes eine ganz andere Wahrheit parat hält. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Planet von der Größe des Mars vor mehr als 4 Milliarden Jahren mit der Erde kollidierte und dann den Mond schuf. Durch die Kollision brach ein Teil der Erde ab und wurde von geschmolzenem Gestein bedeckt. Bisher wurde angenommen, dass die Temperaturen so hoch waren, dass das gesamte Wasser für immer verdampfte. Der Mond galt als staubtrockener Himmelskörper, der langsam schrumpft oder besser gesagt vertrocknet. In den letzten Monaten und Jahren fanden Teleskope und Sonden dann aber große Vorkommen von Wassereis in Kratern nahe der Mondpole. Die Geschichte drehte sich und alle fragten sich, woher das Eis auf dem Mond stammt und wieso es in mehr als 50 Jahren der intensiven Monderforschung niemals zuvor aufgefallen war. Die NASA möchte in den kommenden 10 Jahren im Rahmen der Artemis-Mission Astronauten in die Nähe der Pole schicken. Vor Ort sollen die Raumfahrer feststellen, ob die Wasservorkommen auf dem Mond nutzbar gemacht werden können oder nicht. In einer geplanten dauerhaften Station auf dem Mond könnte dieses Wasser die Menschen versorgen, Pflanzen wachsen lassen und auch zur Gewinnung von Treibstoff dienen. Jetzt könnte die Entdeckung von Chang'e 5 alle diese Pläne völlig umwerfen, denn dieser Rover hat das eigentlich Unmögliche auf dem kleinen, unscheinbaren Himmelskörper entdeckt. Große Mengen Wasser, und zwar überall auf dem Mond. In den Bohrproben fanden Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eine ungewöhnlich hohe Dichte winziger Glaspartikel. Sehr wahrscheinlich haben sich diese winzigen Glaskristalle gebildet, als Meteoriten auf dem Mond aufschlugen. Huckepack auf einem Kometen könnte übrigens auch das Wasser auf den Mond gelangt sein, das heute an den Polen gefroren ist. Bei genauerer Untersuchung enthüllten die Aufschlagsglaskügelchen ein weiteres Geheimnis, das Forscher einfach nur fassungslos gemacht hat, denn im Inneren der Perlen fanden sie Wasser. Jedes Partikelchen enthält zwar nur einen winzigen Anteil Wasser, doch in der Masse sind die Wasservorkommen auf dem Mond gewaltig. Kannst du dir das vorstellen? Große Mengen Wasser auf dem Mond? Das klang auch für uns gewöhnungsbedürftig, doch die chinesische Studie lässt keine Zweifel offen. In jedem einzelnen Kristall kommen auf 1 Million Teile 2000 Teile Wasser.
Du siehst also, das ist wirklich gering und die Kügelchen sind nicht einmal einen Millimeter groß, doch die Masse macht das Wasser. Und jetzt haltet euch fest, denn wenn die Konzentration auf dem gesamten Mond umgerechnet wird, so stecken in jeder Tonne Mondboden 2000 Kilogramm Wasser. Unter Erdbedingungen und in flüssigem Zustand entspricht das ziemlich genau 2000 Litern und damit einer ganzen Menge. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Glaspartikel gleichmäßig auf dem ganzen Mond verteilen, ist groß, denn der ganze Mond wurde Milliarden Jahre von Kometen, Asteroiden und Meteoriten bombardiert. Das bedeutet, dass der Mond vom Äquator bis zu den Polen reich an Wasser sein könnte. Künftige bemannte Mondmissionen müssten also nicht zwingend an den Polen landen und dort lange und mühsam versuchen, Wassereis nutzbar zu machen. Das Wasser aus den Kügelchen kann ganz einfach durch Erhitzen isoliert werden und schon haben Mondsiedler überall auf dem Himmelskörper frisches Wasser. In den weiteren Untersuchungen konnten die chinesischen Forscher sogar nachweisen, dass das in den lunaren Kristallen eingeschlossene Wasser einst von der Sonne produziert wurde. Die Theorie besagt, dass positiv geladene Wasserstoffatome aus dem Sonnenwind in die Glasperlen gelangt sind und sich mit dem darin enthaltenen Sauerstoff vermischt haben. Untersuchungen der verschiedenen Arten von Wasserstoffatomen in den Proben haben ergeben, dass diese Glasperlen bei hoher Temperatur auch einen Teil ihrer Wasserstoffladung freisetzen können, wenn sie von Sonnenstrahlung erhitzt werden. Die gesamte Menge des Wasserreichtums in Form von Aufschlagglaskügelchen soll aktuellen Schätzungen zufolge rund 270 Milliarden Tonnen betragen. Die NASA schätzte 2010 das Wasserkontingent am Nordpol des Mondes auf 600 Millionen Tonnen. Im Vergleich zu früheren Annahmen, der Mond sei staubtrocken, ist das wirklich enorm. Auch im Vergleich zu unserer Erde kann sich der Wasserreichtum sehen lassen. Unsere blaue Heimat aus Wasser und Gestein beherbergt schätzungsweise 1.332 Milliarden Tonnen Wasser. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ob es irgendwann sein könnte, dass dieses Mondeis schmilzt oder ob der Mond durch eine chemische oder mechanische Veränderung der Wasserglasperlen in eine Landschaft mit Flüssen, Seen oder ganzen Ozeanen verwandelt werden könnte. Natürlich haben auch wir uns diese Frage gestellt und sind der Sache nachgegangen. Obwohl solche Vorstellungen fantastisch wären, wird es auf dem Mond leider kaum möglich sein, Wasser auf der Oberfläche fließen zu lassen. Der Mond besitzt so gut wie keine Atmosphäre, extreme Temperaturen und nur einen sehr niedrigen atmosphärischen Druck. Wasser kann sich nur unter bestimmten Bedingungen verflüssigen und die sind auf dem Erdtrabanten einfach nicht gegeben. Da der Mond keine besonders hohe Dichte aufweist und ein nur sehr schwaches Magnetfeld besitzt, ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich hier in der Zukunft Änderungen ergeben. Ganz anders ist das mit dem Mars, wo einst flüssiges Wasser geflossen ist. Spuren von Erosionen haben dies inzwischen mehrfach belegt und tollkühne Pläne zum Terraforming sehen vor, insbesondere das gefrorene Marswasser an den Polen durch einen künstlich erzeugten Treibhauseffekt wieder in flüssiges Wasser und damit in Meere und Seen zu verwandeln. Experten zweifeln allerdings auch hier an, dass dies jemals realistisch umzusetzen wäre. Doch zurück zum Mond und den faszinierenden Funden der chinesischen Raumfahrer. In den Glaskügelchen wurden nämlich noch ganz andere Dinge gefunden als nur Wasser. Der neueste aufregende Fund könnte demnächst einen regelrechten Run auf den Mond auslösen. Sind unsere Energieprobleme damit gelöst? Die Proben, die von der chinesischen Raumsonde gesammelt wurden, sind einzigartig. Aus den tiefen Schichten entnommen sind sie rund 1 Milliarde Jahre älter als alle Proben, die während des amerikanischen Apollo-Programms von den Astronauten an der Oberfläche gesammelt wurden. Sehr wahrscheinlich haben sich diese Glasperlen in den letzten 2 Milliarden Jahren überwiegend durch gewaltige Meteoriten, Asteroiden und Kometeneinschläge gebildet. Um die dafür notwendigen Temperaturen zu erzeugen, sind Einschlagdimensionen notwendig, die in etwa mit dem Asteroiden vergleichbar sind, der vor rund 68 Millionen Jahren die Dinosaurier auf der Erde auslöschte. Als vergleichsweise kleiner Himmelskörper war der Mond im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte massiven Einwirkungen aus dem Kosmos ausgesetzt und es gleicht einem Wunder, dass der Mond diese Bombardements so gut überstanden hat. Forscher gehen davon aus, dass dies unter anderem auf seine geringe Dichte und die dicke, polsternde Staubschicht zurückzuführen ist. Das bewegte Mondleben könnte eine ganze Reihe an Besonderheiten hervorgebracht haben, von denen wir künftig möglicherweise enorm profitieren. Zhang 5 fand im Mondgestein nämlich noch einen weiteren Kristall und der könnte es in sich haben. Denn das Mondkristall besteht aus einer Substanz, die bisher völlig unbekannt war. Forscher waren erstaunt und fassungslos zugleich, als sie bemerkten, dass diese Struktur eine entscheidende Komponente für die Kernfusion besitzt. Für alle, die mit der Kernkraft nicht ganz so vertraut sind, sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Energieproblem der Erde gelöst ist, sobald wir die Möglichkeiten zur Kernfusion besitzen.
Wir nutzen bisher das Prinzip der Kernspaltung, um unseren enormen Energiehunger zu decken, doch die dabei anfallenden radioaktiven Rückstände sind zu einem massiven Problem geworden. Bei der Kernfusion werden leichte Atomkerne zu schwereren Kernen verschmolzen. Dabei wird eine weit größere Menge Energie freigesetzt als bei der Kernspaltung und die Rückstände sind strahlungsfrei. Seit Jahrzehnten arbeiten Physiker weltweit an der Technologie, doch bisher ohne Erfolg, denn der Druck und damit der Energieeinsatz, der notwendig ist, um die Kerne zum Fusionieren zu bewegen, übersteigt den Energiegewinn. Das Problem wäre schlagartig gelöst, wenn wir ein Mineral oder ein Atom finden würden, das von sich aus eine erhöhte Fusionsbereitschaft mitbringt. Und genau das ist jetzt passiert. Das isolierte Phosphatmineral erhielt zu Ehren der Mission und der chinesischen Mondgöttin Zhange den Namen Jiangxi Y. Zukünftige Forschungen am Beijing Research Institute of Uranium Geology werden zeigen, ob das fusionsbereite Helium-3-Isotop auf der Erde nutzbar wird. Könnte es also bald sein, dass auf dem Mond der Bergbau beginnt, Raumfähren im Tagesrhythmus Gestein zur Erde bringen und unser Planet vorerst aufatmen kann? Nun, das wissen wir momentan leider noch nicht. Die Mission Chang'e 6 soll ab 2024 weitere Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes sammeln und zur Erde bringen. Die Entwicklungen werden derzeit mit Spannung verfolgt und auch bei der NASA ist man natürlich schon wach geworden. Experten haben berechnet, dass die gesamte USA mit etwa 25 Tonnen Helium-3-Ladung ein Jahr mit Energie versorgt werden kann. Das entspricht locker dem Ladevolumen eines Raumfähren-Frachtfahrzeugs. Helium-3 vom Mond wird einen geschätzten wirtschaftlichen Wert von 3 Milliarden Dollar pro Tonne besitzen. Tatsächlich könnte diese Entdeckung einen Goldrausch auslösen und viele Nationen und Firmen jetzt auf den Mond locken. Einige große Energiekonzerne sollen gegenüber der NASA bereits Interesse gezeigt haben, Gelder in künftige Raummissionen zu investieren. Das könnte bedeuten, dass das Artemis-Programm der NASA deutlichen Auftrieb bekommt. Wir verabschieden uns jetzt von dir und möchten zum Schluss noch wissen, wie du über den Mond als Rohstoffquelle für die Erde denkst. Glaubst du, es ist nur eine Frage der Zeit oder vielleicht sogar Schicksal, dass die Lösungen unserer Energieprobleme auf dem Mond zu finden sind? Oder glaubst du, erneuerbare Energien oder freie Energien, so wie Tesla sie nutzbar machen wollte, wären bessere Alternativen?